Einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu The Magic Circle. Und wir haben uns in der letzten Folge einen feuerfesten Pilz gebaut. Ach, der sieht ja so schnucklig aus. Die Frage ist, aber der hat halt mehr Fähigkeiten als das Vieh, ja. Es ist schwierig. Aber mal gucken. Wir können ja... Wartet mal, geht das? Er hat ja gesagt, wir können zu uns zitieren. Herbeizitieren Felsen. Ach. Und herbeizitieren... Durch Gedrücktheiten von linke und rechte Maustaste. Ah. Schön. Ja. Ach, da ist ein Heuler. Super. Dann geht. Ach, jetzt müssen wir uns schon entscheiden. Hier, wir nehmen den Giant Causeway, ne? Wer in Irland war, der kennt diese Basalt, sechseckigen Basalt-Säulen. Das erinnert mich nämlich ganz stark daran. Und ich wollte schon gerade sagen, geht's hier? Nein, geht's. Obwohl, da unten ist Entwicklerkommentar. Ah! Ich muss da runter. Koste, was es wolle. So. Scape to Main, künstlerischer Leiter. Eric, mir ist schon klar, dass das hier eine Sackgasse ohne Ausweg ist, auf die einfach jeder reinfällt. Ich baue da noch eine Höhle ein. Das hier ist nur der erste Schritt, also flipp nicht gleich aus. Außerdem wird doch eh kein Mensch dieses Spiel jemals spielen. Nie. Eine Sackgasse zum Inventar hinzugefügt? Jetzt ist die Frage, was passiert mit uns, wenn wir hier runterfallen? Also wir kommen hier wahrscheinlich nur durch Teleport raus. Ich glaube, ich glitsche gerade. Okay, willkommen wieder an der Stelle, wo wir aufgehört haben. Gut, nee, ist ja fantastisch. So, dann schauen wir mal. Mir fehlt ein bisschen Musik hier. Vorhin war so schöne Musik und jetzt. Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. See, I watch the gods. I collect their voices as evidence. Aha. They ain't free. So I have to spread them out, hidden in random objects like this. Sorry about that. Was ist mit ihm hier? Oh. Er sieht nicht gut aus. Coda, do you think I'm too old to use a search engine? Sir? I was too quick to trust you. Greetings, streamers. After this latest delay, all I can say is Ishgildr is no longer the Star Father I once worshipped. Wait! That is the passion of a fan. Maybe THE fan. In my family, it's a toss-up who has the more anticipated sequel. You or Jesus? Coda, it's just a game. Not to me. Ah, correct answer. Correct. Now sit here, read through the entire script, and then render unto me some piercing insights. Or you can start another stream with this. Greetings, streamers. Just got fired by a has-been god. Was haben wir hier? Kreaturenfähigkeitsaufrüstung erhalten. Aha. Okay, damit ist das Ding... So, was haben wir jetzt bekommen? Schau zum Aufrüsten dieser Kreatur nach links. Aber Achtung, Aufrüstungen sind endgültig. Okay. Dann könnten wir wahrscheinlich bestimmte Spezialfähigkeiten nehmen. Was haben wir denn jetzt eingesammelt hier? Boden. Nahkampf. Da dürfte ja nichts sein. Ich bin Pilz. Ah, da können wir sogar einen anderen Namen geben. Verbündete. Der Held und Heuler. Achso, geht nur ein.
Heuler ist noch verbündet. So. Nicht, dass er dann Heuler angreift. Nee, das lassen wir mal mit den einmaligen Upgrade. So. Vermutlich werde ich das Ganze noch umstricken. Okay, das ist ein One-Way-Ticket hier. Das Ganze umstricken auf den Heuler da. Weil der ist mir irgendwie ein bisschen schneller. Bis hier, guck mal. Möchte jetzt irgendwas weggenommen? Ach so. Ah, aber so könnte man eine richtige Kette bauen, ja? der Heuler hat mich und so weiter, ne? Komm. Na siehst du, geht doch. Und? Wie schnell ist er? Hallo? Och, da steht hier um die Ecke. Okay. So, weiter geht's. Wir gehen den anderen Weg hier lang. Da hinten ist wieder eine Anomalie. Ladies, this is not the demo area. The intern is, practicing. I was reminding her that any color scheme must be approved by you. Coda can use any color she wants. In fact, Coda, come with me. Bring your opinions. I'm honored, my lord. Okay, I like that, but maybe don't ever do it. Wo sind die jetzt hingeflogen? Oh, ist das niedlich. Okay, wir haben hier hinten... haben wir... Hallo? Now, you might wonder why you're doing all the dirty jobs. Part of the reason is I'm in a jail of sorts and had to learn to work this world in less direct ways. Okay. But mainly it's 'cause I'm lazy. Feels good, you know, admitting it. Das war's. Dafür verschwende ich Energie. Schweinerei! Schweinerei! Da ist Energie. Und da ist... Da muss ich rein. Nein! Da hinten ist auch nochmal eine... Okay. Was? Ah, Musik. I guess you were supposed to live out a fairy tale, born to end some war when your sword got big enough. Yeah. But the gods would have had to agree on all your powers, so you get none. Richtig. Look around. Every creature here was abandoned by the gods. Let them be your fists, your fangs. Ist richtig, richtig. Wenn wir schon geschwert haben. So. Da drüben haben wir... Was ist das hier? Ich möchte eigentlich zum Entwicklerkommentar da drüben hin. Da ist... Da ist... Irgendwas... Oh, auch irgendwas. So, meine Feinde sind keine. Heulerfeind, keiner. So. Achso, da muss ich da. Keiner. So. Und mein Verbündeter ist der Held. Vom Erbsenfeld. Spezialfähigkeiten haben wir keine. Nahkampf. Wir können aufgehoben werden. Jo. Meine Feinde sind erstmal keine. Ist richtig. So. Jo, schön. Was haben wir hier? Das... Ach, hier ist das. Ah, okay, das ist zufällig. Das Ende von Maze. Maze, can we talk about the motion cameras?
these headsets, given what I'm, what you're asking me to accomplish, it's risky to speak freely into so many mics. Okay. Yeah, you learn to unsee them. The whole office is wired up. Everything you do or say here is considered content that we own, in case it's genius. It is. So, that's why you have to get fired. Contractually, the company cedes control of your likeness, your voice. But if I just quit before we ship, haha, they keep the rights. Anyway, don't sweat the mics. At TMC, assume the spectrum runs from total indifference to total incompetence. Nobody actually checks the recordings. And my plan gets me fired before they come into play. Okay, da geht was vor. So, jetzt haben wir schon zwei Kreaturen. Ach, ach, ach. Aber wie komme ich hier... Ach, hier hinten werden wir rüber... Ah, okay, okay. Aber wir haben hier noch eine dritte Kreatur irgendwo zu stehen. So. Jo. Das macht natürlich Spaß. Also das hat ja hier... Jetzt bin ich mal gespannt, wenn der Pilz der Verbündete ist und der andere Verbündete der Held, ja? So. So. Da ist doch mal ein Upgrade. Und los geht's. 20 go to 10. Maze? Can you watch over my shoulder as I set up my first creature? I want this howler to track the Juggo by scent, flank it, and then pounce. Just set the howler to hate the hero. No! I mean, some of them should if they get hungry, but global kill on sight? Lacks a certain ecological truth. Trust me. You set two creatures to fight, it's just... Muppet sex, man. All impact, no joy. Looks terrible. But if the hero gets attacked directly, they've got no time to see the stupid. Stimmt. What about downtime? Can I at least make them sleep? Or pee? Just make them patrol in a loop. You want truth, Grasshopper? Watch what Ish actually does between meetings. You walk in a big enough circle, everyone you meet thinks you've got somewhere to be. Okay, the Fähigkeit. Danke für die Energie. So, Geil, geil, geil. So, ich werde mir jetzt kurz nochmal hier hoch. Irgendwo war hier der Eingang da. Denn hier hinten konnten wir ja nochmal rüber. Ich möchte... Ach so. Das bringt uns ja... Wie kommt... Ach, Moment, Moment. Inventar. Du kannst die Kräfte einer Kreatur nicht selbst benutzen. Du bist der Held, du kennst 5 Namen. Aha. Du hast 0 Aktionen mit 0 Bewegung und 0 Spezialitäten. Fähigkeits, geöffnete Spalten, okay. Steuerung. Okay, Kreaturen. Yeah. Pulling off his legs will work as long as you don't go near him. Die dich weder als Feind noch als Verbündeten betrachten, kümmern sich nicht um dich. Wenn du einer Kreatur ihre Aktion nimmst, kann sie nicht mehr angreifen. Bewegliche Verbündete folgen dir. Schoßtiere erneut bearbeiten kostet nichts. Okay. Inventar. Held-Inventar. Okay. Ist schon Coda. Ach, hier sind die ganzen Protokolle und Archive. Aber das ist eigentlich nicht, was ich so... Ich dachte, ich hätte jetzt hier eine Brücke oder so. Um hier eine Brücke zu bauen. Vielleicht kommt das noch. Vielleicht kann ich hier... Ah, mich durchhangeln. Okay.
Eric Last, Chef, Level Designer. Escape! Also vom Level Design her soll dieser Wald also nur ein Übergang zum Dorf sein? Der sieht ja cool aus, aber man kann sich ziemlich leicht darin verlaufen. Escape Romaine, künstlerischer Leiter. Willst du mir damit durch die Blume sagen, dass ich einen Korridor aus dem Wald machen soll? Ich nehme an, dass du noch nie einen Wald von innen gesehen hast. Aber bitte, ich habe jetzt noch auch noch Tunnels als Kompromiss hinzugefügt. Wenn der Spieler einfach nur zum Dorf will, kann er halt die benutzen. Eric Last, spring mir jetzt nicht mit dem nackten Hintern ins Gesicht, aber die Tunnel sind auch ein bisschen verwirrend. Oh mein Gott. Das ist der Tunnel hier, ja? Ah. Toll, wir hätten das Springen brauchen. Ah. Super. Okay. Okay, Boss, now. I had something important for this area. Forgot what I was gonna say. Okay. Was war jetzt? Ja. Irgendwas war es schon. Das sind jetzt die Tunnel, ja? Mal gucken, was es hier noch an der Seite gibt. Achso, hier haben wir die Dings geholt. Gibt es hier oben dann noch irgendwas? Vermutlich. Das ist zum Aktivieren schwerer Türen. Schaust du zum Rad und hältst F gedrückt, Chef. Ich schau. Okay. Ach, die Bäume bewegen sich ja. Das krieg ich ja jetzt erst mit. Ey, wir sind im Dorf. Ich gehe kaputt. Yeah. That stupid cinematic is glitched again. You're stuck behind widescreen bars until you hard quit. Tell you what, though. As a gesture of good faith, I'll just break you out of story jail. Wow. There. Now imagine being stuck in that cutscene for 10 actual years. That's my life here. When my gameplay's too rough for his story bible, Ish tears the controls right out of my hands. But I think you can help me get fired. I'm guessing you hacked in. Good. This game is broken, right? So exploit it. Abuse it. Make it chase you on a leash. I'll be watching. Okay, man weiß, was wir tun. So, wir sind im Dorf. Da haben wir... Yeah! Energie. Was können wir hier erstellen? Ah! Mit dem Pilz drin. Ah! Aber nichts weiter, ne? Nichts weiter. Oh doch. Eine Eigenschaft. Oh, Spaß mit Untertiteln. So, the fort in the forest. The hero has managed to elude the savage Howler pack, right? Minus any weapons. But here he learns that they are an intelligent race, caged for generations by the villagers. The predatory behavior now is a rebellion. Sort of my animal farm take on the slave trade. Okay. Oh man, if I tell you how dumb you sound, will you be too embarrassed to fire me? Maze, please. Look at the actual human population of your fantasy world. Want Coda to do a little diversity census on the whiteboard? Or, you know, just leave it blank? Oh. Coda, please tell the art guys that we need to talk about the townsfolk. Until then, let's revert to placeholder skins, please. Ah! So. Platzhaltergrafiken. Ja. Ich bin gespannt. Wir gucken mal. Wir haben eine neue Höhle freigeschalten und Pilz. Den Pilz, den werden wir aber nur die Eigenschaften klauen. Achso, der hat ja gar keine Eigenschaften. Können wir ihm welche geben? Nee. Aufnehmbar. So.
So. Ach, das ist ja ein Leuchtepilz. Stimmt ja. Haha. Jetzt können wir ihn wenigstens... Wo sind wir jetzt? Ja, das machen wir mal. Yeah! Alle! Und das ist, wie gesagt... Nee, der da. Der ist ein Leuchtepilz von Natur aus. Aber wir gucken erstmal, was passiert. What the fuck? Oh! ja. Was wir da... was uns da erwartet... Das sehen wir dann in der nächsten Folge, okay? Bis dahin, euer Firefox.